Es soll Action geben, aber auch Gruselmomente, wie Resident Evil-Fans sie lieben. Und die neue Steuerung soll endlich dazu beitragen, dass der Titel sich zeitgemäß spielt. Resident Evil 6 will hoch hinaus und es irgendwie dabei allen recht machen. Wir haben schon mal einen ersten Blick auf die Preview-Version geworfen. Sprach ein genervter Jake Mueller in der verschneiten Bergregion. Ganz Unrecht hat er in dem Moment nicht, was daran liegen könnte, dass er als Neuzugang im Resident Evil-Universum eine andere und verblümte Sicht auf die Dinge hat. Doch auch er muss sich genauso wie die Veteranen Leon S. Kennedy und Chris Redfield der Vision von Capcom unterordnen, mit dem aktuellen Ableger möglichst viele Käufer zufriedenzustellen. Dabei hat Jake eigentlich die dankenswerteste Rolle im ganzen Spiel. Zwar soll sein Blut dazu verwendet werden, einen Antivirus gegen die ganzen T-, G- und C-Viren zu produzieren, sein Abenteuer aber wirkt zumindest in den ersten beiden spielbaren Kapiteln wie eine Art Spielwiese. Es scheint, als hätten die Entwickler sämtliche Restriktionen der Spielmechanik über Bord geworfen und sich richtig ausgetobt. Geht dieses Experiment in die Hose, haben Resi-Fans schließlich immer noch die Kampagnen mit Team Leon und Team Chris. Wie nähert sich Ihre Position? Genau die hatten wir bei Herz 2 verloren. Nach anfänglicher Flucht trefft ihr schon bald auf einen der anderen Protagonisten. In einem verschneiten Dorf erledigt ihr zwei haushohe Mutanten. Keine leichte Aufgabe, denn normale Patronen richten keinen Schaden an. Im größeren Trupp marschiert ihr um den Wohnblock und schaltet der Reihe nach Flakgeschütze aus, damit ein Helikopter sich um die Ungetüme kümmern kann. Die ständig nachrückenden Jabo sind zwar keine große Bedrohung, fressen dafür einen großen Teil eurer Munition und Nerven. Trotzdem zeigt diese Szene, wie spannend Resident Evil 6 sein kann, auch wenn vom klassischen Spielprinzip nichts zu sehen ist. Die Reise wird euch immer wieder von einem Usternack erschwert. Dabei handelt es sich um eine intelligente Biowaffe, die eine Kreuzung aus Bane, Bioshocks, Big Daddy und Hulk aussieht. Mal bekämpft ihr es direkt, mal geht ihr dem Ungeheuer schleichend aus dem Weg. Zwischen diesen Usternack aufeinandertreffen sucht ihr drei USB-Sticks auf einem frei begehbaren Berg. Lange Wege, schlechte Sicht, fehlende Übersicht und ständig aus dem Nichts auftauchende Feinde lassen nicht nur Jake mürrisch werden. Nach einem größeren Gefecht an der Berghütte wird eine riesige Lawine ausgelöst, der ihr mit Schneemobilen zu entkommen versucht. Diese Naturkatastrophe ist so gewaltig, dass sie während der Talfahrt aus allen erdenklichen Richtungen auf euch zurollt. Chris Redfield hat ganz andere Sorgen. Er versucht, seine Vergangenheit erfolglos mit Alkohol zu verdrängen. Dabei plagen ihn Erinnerungen, denen er im Laufe seiner Kampagne auf den Grund geht. Von BSAA-Agentin Sheva Aloma, die ihn im letzten Teil begleitete, fehlt allerdings jede Spur. Stattdessen versucht er mit Jungspund Pierce Nivens und weiteren Soldaten, die chinesische Metropole Langxiang vor einer Epidemie zu retten. Neo Umbrella will die Stadt brennen sehen. Was sich schon in Resident Evil 5 angedeutet hat, wird im sechsten Ableger in Chris' Teil der Geschichte gnadenlos weitergeführt. Statt gruseliger Atmosphäre regieren Michael Bay'sche Actionsequenzen. Die Monster, die ihr, sofern ihr Munition besitzt, sicher aus der Deckung erledigt, hetzen in Horden auf euch zu. Es passiert auch mal einige Sekunden nichts, das sind aber nur kleine Ruhepausen vor dem nächsten Sturm. Besonders in diesem Szenario profitiert ihr vom neuen reichhaltigen Bewegungsrepertoire. Ihr bewegt euch beim Zielen von Deckung zu Deckung, werft euch auf den Boden, um Angriffen zu entgehen und kontert Attacken per Knopfdruck im Nahkampf. Gute Idee. Drinnen ist es auf jeden Fall sicherer für Sie als draußen. Mit den größten Erwartungen hat sicherlich Leon Scott Kennedy zu kämpfen. So soll seine Kampagne am ehesten an klassische Resident Evil Episoden anknüpfen. Das ist am Anfang nur schwer nachzuvollziehen, wenn er auf einer Schnellstraße vor einer gigantischen Explosion flieht, die verlassene Autos wie Spielzeuge durch die Luft wirbelt. Die anschließende Sequenz im Helikopter, die mit Quicktime-Events gespickt ist, lässt alteingesessene Anhänger auch eher ungläubig zurück. Doch dann wird es ruhiger. Leon erschießt auf einem Campus zuerst den Präsidenten der USA, der als Untoter sein Dasein fristete, anschließend flieht ihr aus dem verlassenen Campus. Wenn Sie einen sehen, zielen Sie am besten auf den Kopf. Verstanden. In der Universität ist es düster, atmosphärisch und schaurig. Geradezu gruselig. Die Stimmung längst vergangener Ableger liegt in der Luft. Leider nicht ausschließlich, denn irgendwann ist der rettende Ausgang gefunden. Die anschließende Flucht im Polizeiauto endet frühzeitig mit einem Unfall. Von nun an seid ihr wieder zu Fuß unterwegs. Eure Partnerin Helena möchte euch unbedingt zu einer Kathedrale schleifen, um reinen Tisch zu machen.
Leon lässt sich bereitwillig mitzerren. Auf dem Weg dahin kommt ihr in eine kleine Stadt, in der Chaos herrscht. Diese Szene ist beeindruckend. Zombies fallen über Menschen her, die teilweise versuchen, in Autos zu fliehen, aber früher oder später dennoch den Tod finden. Trotzdem gibt es gerade in diesem Abschnitt erzählerische Ungereimtheiten. Irgendwann findet ihr mit anderen Überlebenden zum Beispiel einen Waffenladen. Der Besitzer hat sich in der ersten Etage eingeschlossen und macht erst dann die Tür auf, wenn ihr alle Zombies getötet habt. Knapp 50 verschossene Kugeln später ist er mit eurer Arbeit zufrieden und lässt euch nicht nur nach oben, sondern auch die Metallrollläden herab, die jedes Fenster verschließen. Warum er das nicht sofort tat, um von vornherein die Untoten auszusperren, wird auf ewig sein Geheimnis bleiben. Genauso die Tatsache, dass Leon und Helena als einzige der 6 Protagonisten über jeden Zombie stolpern, der im Weg steht. Das geht einem nach einiger Zeit nämlich gehörig auf die Nüsse. Viele Köche verderben den Brei, heißt es. Und im Moment machen wir uns ein wenig Sorgen um Resident Evil 6. Die verschiedenen Kampagnen wirken, zumindest in den jeweiligen ersten beiden Kapiteln, nicht wie aus einem Guss. Natürlich möchte Capcom mit dieser Strategie jeden Geschmack bedienen, aber vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, sich auf eine Handlung zu konzentrieren. Klar, schon die vorherigen Teile besaßen einen leicht trashigen Charme, doch im 6. Teil wird es auf die Spitze getrieben. Das ist alles unterhaltsam und oft auch toll inszeniert, im Gegenzug allerdings auch so dermaßen platt, dass man am liebsten den Kopf auf den Tisch hauen würde. Resident Evil 6 wird ein spektakulärer Blockbuster, der viele Charaktere seit langer Zeit wieder vereint. Ob es sich als heiliger Gral der berühmten Horrorserie entpuppen wird, ist derzeit eher fraglich. Besorgt den eigenen Helios!